Ja, dem geht es sehr gut. Er ist jetzt 27, aber ich denke, für 27 kann er sich wirklich noch sehen lassen und ist noch sehr rüstig und agil für sein Alter. Zento, er ist eine Persönlichkeit. Man merkt das eigentlich jeden Tag. Man hat das früher auf jedem Turnier gemerkt. War eigentlich relativ schnell klar, dass er wirklich herausragende Möglichkeiten hat. Das Springen war super und er hat auch direkt sein erstes Turnier gewonnen. Die kleinen Probleme, die da waren, die waren vom ersten Tag an da. Also ihn an der Hand zu führen, wenn er einen schlechten Tag hat, das ist ein Abenteuer. Aber es war auch vom ersten Tag an eine unglaubliche Verbindung. Er ist sechsjährig gekommen, habe ihn 11 Jahre international auf Turnieren geritten. Er hat ein paar von den dicken Dingen gewonnen. Und denkt da an die großen Preise von Calgary, von Aachen, was ja mit die zwei besten sind, die es weltweit gibt. Er hat diverse Championate gegangen, ist mit dem Team Europameister geworden, hat das Weltcup-Finale in Leipzig gewonnen, ein ganz besonderer Moment. Und natürlich zwei Olympiaden, einmal die Bronzemedaille von Athen und als besonderes Highlight unserer Karriere, muss ich auch sagen, eben die Olympiade in Sydney, wo wir mit der Mannschaft, wo wir Gold gewonnen haben. Die vergisst man nicht. Ich bin sehr froh, dass wir zusammen und dass auch ich als Reiter diese Momente haben durfte, genießen konnte. Und ja, und viele meiner sportlichen Erfolge, die meisten großen, sind eben in Verbindung mit Zento zu sehen. Mir war wichtig, ihn zu verabschieden, wenn er auf dem Höhepunkt ist, wenn er noch fit ist. Wurde dann während der Weltmeisterschaft 2006 in Aachen verabschiedet, damals bei vollem Stadion. Und das war auch ein ganz besonderer emotionaler Moment, muss ich sagen, wo einem das Ganze noch mal bewusst wird. Also es war von Anfang bis Ende was Besonderes. Wir haben ihn auch langsam über die Jahre abtrainiert und noch ein bisschen geritten, weil er auch einfach beschäftigt sein wollte. Deswegen, glaube ich, sieht er auch noch für sein Alter relativ gut aus. Insofern geht er raus, geht viel Führmaschine und hat viel Auslauf bekommen und er fordert da seinen Mann. Und hier zum Beispiel hat sich am einfachsten herausgestellt, wenn Nico ihn auch immer auf die Weide hinführt, zurückführt. Mich ärgert er immer besonders, bei Nico spurt er da besser. Als Hengst können wir leider kein anderes Pferd dazu tun, also er läuft dann alleine. Je nach Wetter lassen wir ihn ein bisschen länger, ein bisschen kürzer draus. Im Winter haben wir unten Paddocks, die ist nicht so viel Gras, da kann er mehr laufen. Und im Sommer jetzt dann mehr, kann er schon auch ein bisschen Gras fressen. Und figurmäßig geht es ja noch. Bekommt hier seinen verdienten Ruhestand. Er hat viel für mich getan und das will ich jetzt auch ein Stück weit zurückgeben. Ich hoffe, dass er noch ein paar Jahre in dieser Gesundheit, wie er jetzt ist, das genießen kann. Das wünsche ich ihm.